Willkommen zurück bei Country Life im LS19 aus dem Livestream am Donnerstag. Und ich begrüße euch zu Folge 35. Und in Folge 35 machen wir heute Folgendes. Ich habe mir beim Händler eine Stufenfräse gegeben, denn ich möchte gerne die Baumstümpfe in dem Waldgebiet entfernen, welches ich hier besitze. Und bitte ohne den Frontgrad, das wäre super nett, danke, jetzt geht ab. Und möchte dann langsam mit der Aufforstung beginnen. So, dann machen wir das so. Möchte dann langsam mit der Aufforstung diesbezüglich beginnen, denn ich würde gerne in diesem Jahr noch Bäume setzen wollen. Und dafür, wie gesagt, habe ich mir die Stufenfräse ausgeliehen beim Händler, fahre jetzt zum Händler hin, fahre von dort in den Wald und werde die ganzen Baumstümpfe hoffentlich alle erfischen, alle finden und alle beseitigen können, um dann neue Bäume setzen zu können. Das machen wir jetzt so. Wir sind im Sommer, wie ihr seht, kurz vor der Mittagszeit, aber das Mittagessen fällt heute mal aus, das gibt es heute Abend. Für einen Snack ist natürlich gekocht, aber ich möchte heute gerne noch was schaffen. Vormittags habe ich unter anderem meine drei Felder gedüngt. Ja, ich besitze inzwischen drei Felder, kann ich euch gerne auch zeigen, und zwar besitze ich mein Stückchen Hof, ich besitze Feld 8, Feld 9 und Feld 7 habe ich mir zuletzt geleistet. Auf Feld 8 sind, auf Feld 8, jetzt muss ich gucken, auf Feld 8 habe ich Gerste angesät, genau, auf Feld 9 waren bereits beim Kauf Kartoffeln angesät und auf Feld 7 war beim Kauf Hafer angesät. Die Felder habe ich, wie gesagt, übernommen. Sie sind im, ich sag mal, in der dritten Wachstumsstufe und in der zweiten, würde ich jetzt so schätzen. Auf jeden Fall ist Feld 9 vollgedüngt, Feld 7 und Feld 8 der zweiten Düngestufe. Feld 8 hat auch schon wieder Unkraut. Da muss ich also nochmal ran. Genau, so, jetzt seid ihr auf den aktuellsten Stand. Und ich bin... Erstmal habe ich die Lampe entfernt, war eher zu viel. Und jetzt bin ich beim Händler angekommen und hole mir jetzt diese Stufenfräse ab, die er mir besorgt hat. Damit ich dann diese Baumstümpfe dort entfernen kann. Und dort dann neu ansetzen kann. Also, okay. Interessant, interessant. Na, dann gucken wir nochmal. Auf geht es zu unserem Wald. Wir nehmen natürlich die Tangente nach oben. Geht einfach schneller, übersichtlicher, weniger Verkehr. Und dann bereiten wir den Wald vor.
sind schon weit hin. Aber wir kommen an. Und dann haben wir erstmal mit der Gruppe Wolven zu tun. Ja, momentan ist das Waldgrundstück ja, ich sag mal, ein gutes Grundstück. Dadurch, dass ja nichts drauf wächst. Der Vorteil ist, es kostet natürlich auch nichts, da wir keine Unter-, keine Steuern oder sowas bezahlen. Ist eigentlich okay. Muss er natürlich nur alle Baumstümpfe sehen und bekommen. Deswegen bleibe ich jetzt auch mal in der Außenperspektive. Die macht es auf jeden Fall viel, viel leichter als die Innenperspektive. Ich sagen, fangen wir mal an. Hier vorne war, glaube ich, noch einer. Da ist er. So, der ist weg. Bis zum nächsten. Den Gras gar nicht so einfach. Ja, okay, da habe ich mir schon nicht das Gras weggemacht. Die Optik. Ja, da hat sich wirklich noch eine. Ja, heute viel Baumarbeit in dieser Folge. Ja, wenige andere Dinge, aber auch das muss gemacht werden. Damit dann auch in absehbarer Zeit natürlich neu anpflanzen können. Ne? Vielleicht auch noch heute, gucken wir mal, wie die Auftragslage ist. Was es so eventuell noch an Aufträgen gibt. Und ja, dann würde ich entscheiden, entweder heute noch oder halt ein anderes Mal. Entschuldigt bitte, dass ich immer raus muss, aber sonst sehe ich die einfach nicht. Wie gesagt, bei dem Gras gar nicht so einfach, aber ich möchte das Gras auch wegmachen. Oder einfach die ganze Optik zerstören. Deswegen machen wir das so. Ja, ist ein bisschen umständlicher, aber
keiner. Schon versteckt. Ganz schön versteckt. Ich sage jetzt mal allgemein, ohne Namen zu erwähnen, guten Abend an alle. Und für die, die das Video schauen, das Video ist direkt aus dem Livestream. Aktuell habe ich 2 Zuschauer. Ja, schön, dass ihr hier seid. An diesem Donnerstagabend zum Wochenende. Endlich wieder Zeit zum Ausspannen. Lieber Baumstumpf, bitte verschwinde. Dankeschön. Nette Worte für nichts. Ach, Liebe und Gewalt geht um alles. Okay. Ich sah da sich ein. Ist nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte es mir leichter vorgestellt. Aber hier kriegen sie irgendwie alle. Früher oder später. Jetzt hätte ich fast einen übersehen. Ich hätte dich jetzt fast übersehen. Ja, aber wohl versteckt. Hat die aber nichts genützt.
Da hat sich auch einer verkündet. Er stoppt zurück. Nicht so eilig, Herr Waldrat, bitte, danke. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir noch mal einen kleinen Lauf mit der Baumstadt, ne? Das ist mal ganz gut aus. Den dürfen wir nicht vergessen. Gehen da weiter. Sehr schön. Auf zum nächsten. Richtig. Guck mal, habe ich noch einen übersehen. Der hat sich auch mal gut versteckt. Noch eine Täuschung. Der Inhalt ist da. Mann, Mann, das ist teilweise echt gut verstanden. In diesem. Weil so undichten war es. Ja, ich glaube, dann kriegen wir auch.
Den Stumpf da noch und den da noch. Und da drüben sehe ich noch einen. Also erstmal den. Okay, also da ist definitiv noch einer und da unten ist noch einer. Ich glaube, da in der Ecke wird auch noch einer sein, aber. Na, wir gucken. Also erstmal du. Und jetzt. Gut, da bist du. Und ich nochmal hoch, um wirklich alles nochmal abzusuchen. So, ich würde jetzt mal behaupten, ich habe alle erwischt. Ob das stimmt? Ahnung. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Und das ist für die Videoleute dann auch der Zeitpunkt, an dem ich diese Folge beende. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, mir einen Like, ein Abo, einen Kommentar da lasst und gerne auch eure Meinung, wie gesagt, kundtut. Und dann sehen wir uns jedenfalls in Folge 35 wieder. Oder war es doch 36? Nein, ich glaube, das war die 35. Na okay, wir sehen uns doch in Folge 36 wieder, denn das ist Folge 35. So, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.